Meine lieben Geschwister im Islam, wir haben viele, viele Punkte geklärt, was die Beweisführung des Islam anbelangt und vor allen Dingen dann auch darauf folgend, dass der Mensch nicht dazu in der Lage ist, sein Leben zu gestalten. Und dahingehend werden wir als Muslime gerade hier in einer nicht-islamischen Gesellschaft und in einem nicht-islamischen Land oft mit beziehungsweise in einer Bevölkerung, wo die Mehrheit nicht Muslime sind, oft mit Fragen konfrontiert, um entweder manchmal Informationen über unseren Dien zu bekommen oder auch manchmal böswillige Fragen. Und die Muslime schaffen es oft nicht, auf diese Fragen eine richtige Antwort beziehungsweise eine nützliche Antwort zu geben. Das heißt, wir werden hier in dieser Gesellschaft oft mit Fragen konfrontiert wie: Warum essen Muslime kein Schwein? Oder warum beten Muslime fünfmal am Tag? Oder warum fasten Muslime? So, und es gibt Nicht-Muslime, die uns diese Fragen stellen. Aber es gibt auch ein bisschen heiklere Fragen, die dann lauten wie: Warum gibt es Handabhacken im Islam? Handabschneiden als Strafe? Warum hat euer Prophet, alaihissalatu wassalam, eine Sechsjährige geheiratet? Sayyidatu Aisha radiallahu anha. Warum hat euer Prophet Kriege geführt? Warum darf ein Mann bei euch vier Frauen heiraten und eine Frau nur ein Mann? Das ist doch ungerecht. Und. Diese ganzen Fragen. Und diese heiklen Fragen verwirren sehr oft die Muslime. Sehr, sehr oft. Und fangen dann an, die Muslime fangen dann an, auf diese Frage in einer Art und Weise zu antworten, die logisch oder plausibel sind. Sie geben dann logische Argumentation. Das ist ein weit verbreitetes Phänomen. Sie gehen in Verteidigungsposition, weil sie ständig angegriffen werden, weil wir als Muslime ständig angegriffen werden. Warum macht ihr das? Warum macht ihr das? Warum macht ihr das? Und wir versuchen dann, die Gesetze des Islams und die Ideen des Islam durch unsere Logik zu verteidigen. Mit guter Absicht. So sagen wir dann beispielsweise: Ja, guck mal, wir essen kein Schwein, weil das ist ein dreckiges Tier. Ja, guck mal, wir fasten, weil das ist gesund für den Körper. Ja, guck mal, der Prophet hat Aisha radiallahu anha geheiratet, weil damals waren die Menschen größer. Die waren weiterentwickelt und körperlich weiterentwickelt. Oder wir sagen, im Islam darf der Mann vier Frauen heiraten, weil wenn Kriege sind, dann sterben alle Männer, und um die Population weiterhin aufrechtzuerhalten. Also solche logischen Argumentationen werden oft herangeführt, um den Islam zu verteidigen oder Hand abschneiden und so weiter. Immer werden logische Argumentationen gebracht, um diese islamischen Gesetze zu begründen und um uns selber zu verteidigen. Aber der Punkt hierbei ist, dass diese ganzen Punkte, die erwähnt sind, Allah subhanahu wa ta'ala niemals gesagt hat in diesem Zusammenhang. Allah subhanahu wa ta'ala hat niemals gesagt, dass wir ein Schwein nicht essen, weil es dreckig ist. Oder dass wir fasten, weil es gesund für den Körper ist. Und wenn wir so argumentieren, dann ist unser Gegenüber auch sehr leicht in der Lage, das Ganze zu widerlegen. Wenn jemand beispielsweise sagen würde: Ja, wir essen kein Schwein, weil das ist ein dreckiges Tier. Dann könnte jemand auch sagen, auf diese logische Argumentation: Ja, guck mal, was ist denn, wenn wir ein Schwein nehmen, von klein auf, wir erziehen das, und zwar steril, das ist nicht sein Kot und so weiter, und es ist sauber, wir waschen es jeden Tag, dann ist es doch sauber. Dürfen wir es dann essen? Nein, dürfen wir nicht. Oder wenn wir kommen und sagen, wir fasten, weil das ist gesund für den Körper. Man könnte Dutzende Ärzte holen und sagen, die dann bestätigen würden, dass das nicht gesund für den Körper ist. In Hamburg im Hochsommer 16, 18 Stunden lang im Hochsommer, kein Wasser zu sich zu nehmen, das ist nicht gesund für den Körper. Das ist schädlich für den Körper. 18 Stunden lang nicht Wasser zu trinken und dann auf einmal so viel. Das heißt, nach menschlichen Maßstäben, logischen Maßstäben widerspricht das. Also man kann diese logischen Argumente sehr, sehr leicht widerlegen. Das ist der Punkt. Und die Gefahr bei dieser Sache ist,
Beziehungsweise der Punkt hierbei ist, dass man dadurch die Logik über die Gesetzgebung Allahs stellen kann. So wie Iblis das gemacht hat. Die Geschichte von Iblis wird sehr oft missverstanden. Aber hierin steckt eine große Lehre für uns als Muslime. So berichtet Allah subhanahu wa ta'ala über diese Begebenheit. Und als wir zu den Engeln sprachen, werft euch vor Adam nieder. Da warfen sie sich nieder bis auf Iblis. Er weigerte sich und war hochmütig. Und damit wurde er einer der Ungläubigen. So, was ist hier der Punkt? In einem anderen Vers beschreibt Allah subhanahu wa ta'ala, warum Iblis sich nicht wieder niedergeworfen hat. Iblis sagte, er sprach, also Allah subhanahu wa ta'ala, was hinderte sich daran, dich niederzuwerfen, nachdem ich es dir befohlen habe? Er sagte, ich bin besser als er, du hast mich aus Feuer erschaffen, ihn erschufst du aufs Leben. Das Problem von Iblis war hier, dass er nicht verstanden hat, dass seine Logik nicht begreifen konnte, warum er sich vor Adam niederwerfen soll. Genauso wie oft Nicht-Muslime nicht verstehen, warum wir bestimmte Gesetze im Islam haben. Und genauso wie so oft Muslime nicht verstehen, warum wir bestimmte Gesetze im Islam haben. Warum Hand abhacken und das Ganze? Iblis hat das nicht verstanden. Das hat Iblis Logik widersprochen. Iblis sagt, ich bin doch aus Feuer erschaffen. Ich verstehe, warum ich mich vor Allah niederwerfen soll. Allah ist doch ein erhabenes Wesen nach dem Motto. Aber er hat nicht verstanden und er hat seine Logik hat es nicht begriffen, warum er sich vor Adam a.s. niederwerfen soll. Und deswegen hat er das negiert. Er war sich zu stolz, er war sich zu hochmütig und seine Logik hat das nicht begriffen und er hat den Befehl Allahs negiert durch seine Logik. Und das hat ihn zum Kafir werden lassen. Das heißt, wir sehen hier eigentlich, welche Gefahr hinter dieser Sache steckt. Und das ist auch eine Gefahr, die auf die Muslime zutrifft. Sowohl in ihren Überzeugungen, dass in den Muslimen Zweifel geweckt wird, wenn ihnen gesagt wird seitens den Nicht-Muslimen oder den Orientalisten, guck mal, Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat eine Sechsjährige geheiratet, guck mal, Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat 11 Frauen gehabt und so weiter und so weiter. Das weckt viel Zweifel bei vielen Muslimen und die sagen, hä, wieso und so. Und dahingehend ist es wichtig, auf diese Fragen die richtigen Antworten zu geben. Aber nicht nur in den Überzeugungen, dass der Iman des Muslims gestärkt ist und dass er Gewissheit in diesen Sachen hat, sondern dass die Muslime sich auch generell immer an Dingen, für die sie logische Argumentation haben, auch festhalten und dass sie sich danach orientieren. Ich möchte nur ein Beispiel geben, das kann jeder für sich selber mal nachvollziehen und diese Frage für sich mal stellen. Wie viele Muslime kennen wir, die Schweinefleisch essen? Wie viele? Ich persönlich kenne einen und bei dem habe ich Zweifel, ob er Muslim ist. Weiß ich nicht. Also man kennt sehr wenig Muslime, die Schweinefleisch essen. Aber wie viele Muslime kennt man? Wie viele Muslime kennt man, die bei McDonald's essen? Sehr, sehr viele. Wie viele Muslime kennt man, die in Penny ihr Hähnchenfleisch kaufen? Oder in irgendeinem Supermarkt? Sehr viele. Obwohl Allah subhanahu wa ta'ala das Schweinefleisch und das Rindfleisch, worüber nicht Allahs Name ausgesprochen wurde, in ein und demselben Vers verbietet. In ein und demselben Vers. Wir haben euch das Schwein verboten und das Fleisch, worüber nicht Allahs Name ausgesprochen wurde. In ein und demselben Vers wird es verboten. Aber wir sehen, dass die Muslime einen radikalen Unterschied darunter machen. Wenn ein Muslim Schwein ist, das ist so, als hätte er die heftigste, größte Kufurtat begangen überhaupt. Der ist Schwein, das ist kein Muslim und so weiter. Aber wenn jemand bei McDonald's ist, das wird so, ja, das ist doch Rindfleisch. Und der Grund, warum hier dieser Unterschied gemacht wird, ist, weil bei dem einen kann der Muslim logisch nachvollziehen, warum er kein Schwein ist. Er sagt, ja, das Schwein ist dreckig, also esse ich das nicht. Aber beim Rindfleisch sagt er, ja, okay, ob jetzt halal geschlachtet oder nicht, ist doch Rind. Das heißt, für das eine hat er einen logischen Grund, für das andere hat er keinen logischen Grund. Und deswegen festigt ihn das nicht in den Taten. Dabei hat Allah subhanahu wa ta'ala von Anfang an niemals einen Unterschied gemacht zwischen diesen Gesetzen. Er hat nicht gesagt, Schwein isst dir nicht des und deswegen und Haramfleisch isst dir nicht des und deswegen. Und das ist die Gefahr bei der Logik, liebe Geschwister. Der Grund auf all diese Fragen, es gibt auf all diese Fragen ein und dieselbe Antwort, auf jede einzelne. Der Grund dafür ist, weil Allah es so befohlen hat. Das ist der Grund. Das heißt, wenn jemand fragt, warum isst ihr kein Schwein? Weil Allah es befohlen hat. Warum gibt es im Islam Hand abschneiden? Weil Allah es so gesagt hat. Warum hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam eine Sechsjährige oder eine Frau jemanden geheiratet, die 6 Jahre alt war? Weil Allah es ihm befohlen hat.
Und warum hatte der Prophet sallallahu alaihi wasallam 11 Frauen? Weil Allah es ihm befohlen hat. Allah subhanahu wa ta'ala hat niemals diese Dinge rechtgefertigt und hat niemals diese Dinge logisch erklärt. Das ist so, weil so und so. Sondern wir wissen, wir haben festgestellt, dass der Mensch nicht dazu in der Lage ist, zwischen richtig und falsch zu entscheiden. Dass der Mensch nicht dazu in der Lage ist, seine Gesetze zu begründen. Dass der Mensch diese Fähigkeit und Kapazität nicht besitzt. Aber auf der anderen Seite Allah subhanahu wa ta'ala ein allwissendes Wesen ist und alles weiß. Und er den Menschen am besten kennt und deswegen er den Menschen die beste Anleitung für sein Leben geben kann. Genauso wie wenn man einen IKEA-Schrank kauft. Das ist ganz einfache Mathematik. Genauso wie wenn man einen IKEA-Schrank kauft, man sich an der Anleitung orientiert, wie man diesen Schrank aufbaut, genauso muss man sich auch beim Schöpfer der Himmel und der Erde orientieren, wie der Mensch sein Leben zu führen hat. Das ist ganz einfach. Nur Allah kann einem sagen, warum, was richtig und was falsch ist. Und wenn Allah gesagt hat, was richtig und was falsch ist, dann obliegt es dem Menschen nicht, das in Frage zu stellen. Dann obliegt es dem Menschen nicht, hier noch zu fragen, hä, warum denn kein Schwein oder warum denn Hand abschneiden oder warum denn fünfmal am Tag beten? Oder warum hat der Prophet so viele Kriege geführt? Was auch immer. Weil Allah es so befohlen hat. Und wenn Allah etwas befiehlt, dann obliegt es dem Menschen hier nicht, den Befehl Allahs in Frage zu stellen. Und das sagt auch Allah im Koran. Er sagt, doch es kann sein, dass euch etwas zuwider ist. Es kann sein, dass ihr denkt, etwas ist schlecht für euch. Doch es ist gut für euch. Und es kann sein, dass euch etwas lieb ist, dass ihr denkt, es ist gut für euch. Doch es ist schlecht für euch, sagt Allah. Und hier kommt der entscheidende Punkt. Dann sagt Allah, Allah weiß, ihr aber wisst nicht. Das ist der Punkt. Das heißt, die Gesetze im Islam, meine lieben Geschwister, bauen nicht auf der Logik auf. Sie bauen nicht darauf auf, dass wir jetzt jedes Gesetz im Islam logisch erklären können. Es gibt auch eine sehr interessante Äußerung von dem vierten rechtgeleiteten Kalif Ali radiallahu anhu. Er sagte, wenn der Din der Logik entspricht, wenn der Islam der Logik entspricht, dann würden wir nicht über die Socken streichen, sondern unter den Socken bzw. Bei den Sohlen. Es ist doch so, wenn man die Gebetswaschung macht, dann streicht man über die Socken. Da hat man die Erlaubnis, über die Socken zu streichen. Aber der Schmutz ist doch unterhalb den Socken, also bei den Sohlen. Warum streichen wir also über den Socken? Und das sagt Ali radiallahu anhu. Wenn der Din auf Logik aufbauen würde, dann wäre das nicht so. Aber der Islam baut nicht auf der Logik auf. Der Islam hat nicht, es geht nicht so voran, dass er jedes Gesetz, was er auferlegt hat, begründet und erklärt, damit der Mensch das nachvollziehen kann. Und wir haben ein sehr schön gegenteiliges Beispiel zu Iblis Adullah. Von einem Propheten, dem ein Befehl auferlegt wurde, der aus menschlichem Maßstab heraus völlig sinnlos und unlogisch ist. Und das ist das Beispiel von Ibrahim a.s. Ibrahim a.s., Allah subhanahu wa ta'ala berichtet über seine Geschichte im Koran folgendermaßen. Er sagt, Ibrahim sprach, mein Herr, gewähre mir einen rechtschaffenen Sohn. Dann gaben wir ihm die frohe Botschaft, einen sanftmütigen Sohn zu bekommen. Dann gaben wir ihm die frohe Botschaft von einem sanftmütigen Sohn. Das heißt, Ibrahim a.s., er hat sich sehr lange einen Sohn gewünscht und er hat sehr spät erst einen Sohn bekommen. Mit hohem Alter hat er diesen Sohn bekommen. Jetzt nachdem Allah ihm diesen Sohn gegeben hat, heißt es, als er alt genug war, um mit ihm zu arbeiten, als er gerade so in das Jugendalter kam, sagte er, O mein Sohn, ich sehe im Traum, dass ich dich schlachte, dass ich dich opfere. Nun schau, was sagst du dazu? Er sagte, O mein Vater, tu, wie dir befohlen wird, du sollst mich, so Allah will, unter den Standhaften finden. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala hat Ibrahim a.s. befohlen, nachdem er ihm im hohen Alter ein Kind gegeben hat, du sollst dieses Kind jetzt töten. Du sollst dieses Kind jetzt töten. Welche Logik kann dahinter stecken, sein eigenes Kind zu töten? Das ist aus logischen Maßstäben nicht mehr begründbar. Aber Ibrahim a.s. hat es verstanden, was es bedeutet, ein Muslim zu sein. Und nicht nur er hat es verstanden, sondern sogar sein Sohn. Sein Sohn sagt, O mein Vater, tu, was dir befohlen wurde. O mein Vater, komm und töte mich, schlachte mich. Man stelle sich das mal vor, dass der Vater auf einen zukommt und sagt, mein Sohn, ich muss dich jetzt töten, weil Allah hat mir das befohlen. Stellt euch mal vor, man würde auf einen Muslim heute zukommen und sagen, Allah befiehlt dir, dich selbst oder deinen Sohn zu töten in einem bestimmten Alter. Die Muslime würden sagen, was ist das für ein Gesetz? Das ist doch barbarisch, das ist doch unlogisch und so weiter. Allah befiehlt, dass Ibrahim a.s.
Abraham a.s., dass er seinen eigenen Sohn töten soll. Und sein Sohn sagt bereitwillig, wenn dir das befohlen wurde, mein Vater, wenn dir das befohlen wurde von Allah, dann mach das. Inshallah gehöre ich zu den Standhaften. Inshallah ertrage ich das. Und dann wissen wir, wie die Geschichte ausgegangen ist. Das Ganze war eine Prüfung von Allah. Und Ibrahim a.s. hat diese Prüfung bestanden. Und hier bringt uns Ibrahim a.s. bei, was es bedeutet, ein Muslim zu sein. Und hier bringt er uns bei, was Islam bedeutet. So heißt es im Koran, doch die Rede der Gläubigen, wenn sie zu Allah und seinem Gesandten gerufen werden, damit er zwischen ihnen richten möge, ist nichts anderes als wir hören und gehorchen. Und sie sind es, die Erfolg haben werden. Die Eigenschaft des Muslims ist es, nicht die Gesetze Allahs zu hinterfragen, sondern sich den Gesetzen Allahs zu ergeben. Und sich klar zu machen, ich bin der Diener und Allah ist mein Herr. Und mir obliegt es zu hören und zu gehorchen. Nicht wie die Juden zu sagen, ich höre und gehorche nicht. Und das ist auch die Bedeutung von Islam. Islam, wie wir wissen, bedeutet, sich Allah zu unterwerfen, sich Allah zu ergeben. Wie wenn ein Polizist vor einem steht und sagt, ergib dich. Dann sagt man, okay, du hast die Waffe in der Hand, ich ergebe mich, sag mir, was ich tun soll. Wenn der Polizist sagt, Hände hoch, und er hat die Waffe in der Hand, dann wird keiner mit dem Polizisten diskutieren. Und sagen, nee, nee, warte mal, jetzt musst du mir mal erklären, warum ich meine Hände hoch machen soll. Das musst du mir mal jetzt logisch begründen. Das wird keiner sagen. Sondern man wird sagen, okay, du hast die Waffe in der Hand, ich hebe meine Hände. Und genauso ist es auch bei Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala hat Jahannam erschaffen. Und er ist derjenige, der das Recht besitzt, dem Menschen zu sagen, was er tun soll. Und so muss sich der Mensch ihm ergeben. Und das ist der Muslim. Der Muslim ist derjenige, der hört und gehorcht, ohne sich zu widersetzen, ohne seine Logik über die Gesetze Allahs zu stellen, ja sogar die Gesetze Allahs durchzuführen, selbst wenn er diese nicht versteht. Das ist ein Muslim. Ein Muslim ist der, der sich unterworfen ergeben hat den Gesetzen Allahs, auch wenn er diese nicht versteht. Ein Muslim ist jemand, der erkannt hat, in welcher Stufe Allah ist. Der erkannt hat, wer Allah ist und der erkannt hat, wer er ist und über welche Kapazitäten er verfügt als Mensch. Der Muslim erkennt, dass er nicht in der Lage dazu ist, zu entscheiden, was ein richtiges Gesetz ist und was ein falsches Gesetz ist, sondern nur Allah. Und wer ist der Mensch, der Allah zur Rechenschaft zieht? Wer ist der Mensch, der Allah danach befragt, warum welches Gesetz richtig oder falsch ist? Allah sagt, fa'alun lima yurid, er macht, was er will. Er macht, was er will. Und nur seine Gesetze sind dazu in der Lage, den Menschen zu sagen, was richtig und falsch ist. Und das ist die richtige Antwort auf diese Frage, meine lieben Geschwister. Diese Fragen sind sowohl, und deswegen muss man das aus dieser Perspektive sehen, diese Fragen sind sowohl wichtig für ein Selbst, dieses Thema, sowohl für ein Selbst, als auch für die Muslime, als auch für die Nicht-Muslime. Warum für ein Selbst? Damit wir als Muslime nicht mehr Zweifel hegen an den islamischen Gesetzen und uns mit allem zufrieden geben. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, ihr seid nicht eher gläubig, bis eure Neigung dementsprechend mit dem, was ich gekommen bin. Das heißt, dass wir keine Abneigung dagegenüber haben, wenn Allah sagt, dass dem Dieb die Hand abgeschnitten werden muss. Wenn das so ist, dann ist das so. Und nicht nur, dass es so ist, dass wir das nicht als barbarisch empfinden, sondern im Gegenteil, dass das das richtige Gesetz ist, weil es von Allah kommt und dass alles andere, jede andere Strafe als diese barbarisch ist. Denn nur Allah kann sagen, was barbarisch und oder zivilisiert ist. Und niemand sonst. Das heißt, dahingehend ist es für uns wichtig, dass wir keine Zweifel mehr haben. Dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam 11 Frauen hatte und so weiter. Mit all diesen heiklen Fragen, die vorgeworfen werden. Andererseits auch für die Muslime, damit sie verstehen, dass sie sich am Islam festhalten und dass es zwischen den Gesetzen keine Unterschiede gibt. Dass man nicht sagen darf, Schweinefleisch zu essen ist schlimmer als Haramfleisch, als anderes Haramfleisch zu essen. Sondern dass hier diese Sachen nicht an der Logik behaftet sind. Und auch für den Nicht-Muslim, meine lieben Geschwister. Die Nicht-Muslime stellen uns diese Fragen, wenn sie mit einer guten Absicht kommen und wirklich Informationen haben wollen, dann ist die Antwort auf ihre Fragen diese. Es bringt dem Nicht-Muslim nichts, wenn man ihm erklärt, dass Alkohol schlecht ist. Was hat er davon? Okay, dann hört er vielleicht auf Alkohol zu trinken. Und jetzt?
Das ist doch gar nicht das Ziel, was wir haben, wenn der Nichtmuslim uns solche Fragen stellt. Das Ziel, was wir doch haben, wenn der Nichtmuslim uns diese Fragen stellt, ist es, ihm Denkanstöße zu geben, dass der Islam die Wahrheit ist. Das heißt, wenn er uns beispielsweise sagt, ja guck mal, warum ist denn Alkohol verboten bei euch im Islam? Dann sagen wir ihm, das ist bei uns verboten, weil Allah hat es so befohlen. Wir als Muslime sind überzeugt, dass Allah existiert, dass der Koran die Wahrheit ist. Und dass es das richtige Gesetz ist und deswegen machen wir das nicht. Die nächste Frage, die der Nichtmuslim sich stellen wird, ist was? Hä? Wie? Du bist überzeugt, dass Allah existiert. Du weißt, dass Allah existiert. Wie? Der Koran ist die Wahrheit. Und das ist doch der Punkt, an dem wir ihn haben wollen. Nicht, warum Alkohol verboten ist oder warum wir kein Schwein essen oder warum Hand abschneiden. Der Punkt, an den wir ihn bringen wollen, ist es, dass er sich die Frage stellt, der sagt, das ist von Allah. Warum ist das von Allah? Und dann sagen wir ihm, okay, bitteschön, komm, setzen wir uns hin, trinken wir einen Tee, dann zeige ich dir, dass Allah existiert und dass der Koran das letzte Wunder des Islam ist. Und dann haben wir ihm nicht nur erklärt, dass Alkohol haram ist und falsch ist, dann haben wir ihm auch alles andere erklärt. Dann brauchen wir ihm nicht mehr zu erklären, warum der Prophet aus dem Aisha geheiratet hat und so weiter und so weiter. Dann ist alles gegessen. Also die Aqida ist hier das Wichtige. Deswegen haben wir am Anfang gesagt, das größte Problem des Menschen ist das, ist die Aqida. Auf der Aqida bauen alle Ideen auf. Das ist hier der Punkt. Und wie gesagt, meine lieben Brüder, als Muslime, wir dürfen nicht blauäugig sein. Wenn jemand mit aufrichtigen Absichten uns fragt, vor allen Dingen Muslime, dann antworten wir ihn auf eine schöne und harmonische Art und Weise und auf die beste Art und Weise, klar. Wenn aber die Feinde des Islam ihre Spiele mit uns spielen wollen und uns diese heiklen Fragen stellen, einfach um uns niederzumachen, das heißt, ihr Muslime seid so, bei euch gibt es diese Ungerechtigkeit, Handabschneiden, Steinigung und so weiter und so weiter. Wie gesagt, man kann den Spieß umdrehen. Man kann den Spieß ganz leicht umdrehen. Man kann ihm sagen, guck mal, bei euch ist es so, dass ihr es legitimiert, außerhalb der Ehe zusammenzukommen und du kannst mir das nicht begründen. Bei euch gibt es Homosexualität und du kannst mir das nicht begründen. Bei euch ist es okay, dass eure Frauen und Schwestern einfach ungekleidet auf der Straße rumlaufen. Bei euch gibt es überhaupt keine Sitten mehr. Erklär mir mal, warum das so ist. Warum ist es okay, dass man homosexuell ist? Und wenn er mit dem Freiheitsgedanken kommt, wie gesagt, dann können wir mit ihm spielen und ihn auseinandernehmen. Wir können ihm ganz klar sagen, guck mal, du sagst wegen dem Freiheitsgedanken, warum dürfen wir dann nicht Inzest machen? Und es gibt, meine lieben Geschwister, es gibt Vereine, die dafür plädieren, dass Pädophilie erlaubt wird. Dass Beziehungen zwischen Eltern und Kindern erlaubt wird. Es gibt sogar teilweise Länder, wo das teilweise legalisiert ist. So ist das auch. Wenn man die Logik zum Gesetzgeber nimmt, wenn man den Verstand zum Gesetzgeber nimmt, dann können sehr, sehr schnell Dinge, die heute tabu sind, morgen okay sein. Vor 60 Jahren war es in Deutschland verboten, homosexuell zu sein. Man konnte sich das nicht vorstellen. Heute ist es kein Problem, wenn ein Außenminister das verkündet. Und genauso wie es heute noch innerhalb der Gesellschaft nicht akzeptiert ist, pädophil zu sein, wer sagt ein, dass das in 10 Jahren sich nicht ändert? Weil der Freiheitsgedanke, dass der Mensch das, seine Gesetzgebung und seine Ordnung sich selber aussuchen kann, gibt die Grundlage, alles zu legalisieren. Bitte schön, darauf soll mir der Nichtmuslim eine Antwort geben. Aber auf der anderen Seite können wir sagen, wir haben eine Grundlage, die wir beweisen können. Wir haben eine Gesetzgebung, die wir beweisen können und belegen können. Und diese muss nicht der Logik des Menschen entsprechen. Denn die Kapazität des Wissens des Menschen ist begrenzt, aber Allah ist nicht begrenzt. Und deswegen, meine lieben Geschwister, haben wir uns auch für den Titel entschieden dieses Vortrages, tretet vollkommen, tretet gänzlich in die Ergebung ein. Das ist mit Ergebung gemeint. Das ist mit Islam gemeint. Das ist mit Muslim gemeint. Das ist Sami'na wa Ta'ana, hören und gehorchen. Sich Allah vollkommen zu ergeben. Seine Logik, seinen Verstand, seine Neigung in den Hintergrund zu stellen. Und ein wahrer Diener zu sein, ein wahrer Muslim zu sein. Erkennen, wer Allah ist. Und erkennen, welche Funktion man als Muslim hat. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi sahbihi wa sallam taslima kathira.